Hier VfL Kemminghausen gegen den TuS Hannibal. Das letzte Spiel der Gruppe 1. Die Ausgangsposition ist eindeutig. Im Augenblick mit 4 Punkten unqualifiziert für das Viertelfinale der TuS Eichlinghofen. 1 Punkt der TuS Hannibal und 0 Punkte der VfL Kemminghausen. Das heißt, der VfL Kemminghausen muss unbedingt gewinnen, damit er das Viertelfinale am morgigen Tag erreicht. Ich bin gespannt. Im ersten Spiel war der VfL Kemminghausen überhaupt nicht präsent, fand überhaupt nicht ins Spiel und unterlag gerecht und verdient dem TuS Eichlinghofen mit 3:0. Während der TuS Hannibal dem überlegenen TuS Eichlinghofen ein 1:1 abtrotzte. Schauen wir mal, wie dieses Spiel ausgeht. Auf jeden Fall ist der VfL Kemminghausen schon deutlich offensiver wie im ersten Spiel. Presst sofort, versucht den Gegner unter Druck zu setzen, um so selbst in den Ballbesitz zu kommen. Ich bin gespannt. Steilpass, aber abgefangen. Und der TuS Hannibal im Konter. Er könnte abziehen, das tut er. Und die Nummer 6. Nureddin El Yayawi erzielt das 1:0 für den TuS Hannibal. Gespielt sind genau 1 Minute und 50 Sekunden. Schwerer Fehler von der Nummer 15, von Emre Konya. Und das 2:0. Nächster Versuch des VfL Kemminghausen. Aber wieder ist der TuS Hannibal dazwischen und wieder erwischen sie die Kemminghausen in der Vorwärtsbewegung. Aber diesmal abgeblockt. Nur mit hinten rumgespielt, das Spiel wird ganz ruhig aufgebaut, es wird einmal gewechselt. Mustafa Hamdoui hat hier den Ball. Jetzt kriegen natürlich die Spieler von TuS Hannibal jede Menge Selbstvertrauen. Aber vielleicht schaffen es die Spieler des VfL Kemminghausen ja erstmal den Anschlusstreffer zu erzielen, um so den TuS Hannibal unter Druck zu setzen. Der Torwart wird unter Druck gesetzt. Foulspiel. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter ist Freistoß für Kemminghausen. Und der ging vor den Pfosten. Einwurf. Beziehungsweise Einrollen. Für TuS Hannibal. Felix Welke am Ball, wieder zurück zum Torhüter. Nochmal zu Dennis Wegener. Die Lücke wird gesucht. Ist der Ball jetzt nun in der gerichtlichen Hälfte. Noch einmal quer gespielt. Am Gegner vorbei. Warum spielt er denn den Ball nicht nach rechts raus? Zu eigensinnig. Da stand doch Mehmet Erdogan deutlich besser, völlig blank. Also im Augenblick geht noch nicht viel zusammen bei den Spielern von VfL Kemminghausen. Die Zuschauer schwenken zwar noch ihre Fähnchen und versuchen ihre Spieler anzufeuern, aber bisher ist davon nicht viel zu erkennen, dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Eckstoß für den VfL Kemminghausen. Ja, das dauert alles zu lange, das muss schneller gehen. Auch das sind eher Verlegenheitsschüsse aus der Drehung. Kommt gar kein richtiger Druck hinter. Jawohl!
Da haben sie schön gepennt. Die Spieler vom TuS Hannibal schön gesehen, in das Loch gespielt. Und der VfL Kemminghausen erzielt das 1:2, den Anschlusstreffer. Ich muss natürlich, oder der TuS Hannibal muss natürlich aggressiv weiterspielen. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen, da die Kamera gerade auf den Zuschauern des VfL Kemminghausen stand. 2:2 Ausgleich. Innerhalb von 30 Sekunden erzielt der VfL Kemminghausen 2 Tore. Das ist eben Hallenfußball. So schnell kann das gehen. Und das macht Hallenfußball ja auch so interessant und so spannend. Ein 2:0 Vorsprung ist wirklich nichts. 2:2, alles wieder offen. Und da wäre fast das 3:2 gewesen, wieder nach einem schweren Abwehrfehler des TuS Hannibal. 3 Minuten, 20 Sekunden noch zu spielen und schon 4 Tore gefallen. Das wollen noch die Zuschauer sehen. Und wieder eine gute Gelegenheit, aber hervorragend gehalten von Dennis Wegner im Tor des VfL Kemminghausen. Konter und fast das 3:2, aber Foulspiel von Marcel Großkreuz. Eine spektakuläre Rettungstat der Nummer 7, Ibrahim Shahut des TuS Hannibal. Weiterhin 2:2. Beide spielen hier mit offenem Visier und wollen das Spiel gewinnen. Und wieder Marcel Großkreuz. Schön gemacht. 2 Körpertäuschungen haben ausgereicht. Und er erzielt wirklich durch eine sehr, sehr feine Einzelleistung das 3:2 für Kemminghausen. Da haben sie das Spiel gedreht. Nach dem 0:2 innerhalb von 4 Minuten erzielen sie 3 Tore und führen nun 2 Minuten vor Schluss mit 3:2. Ich bin gespannt, wie nun ihrerseits der TuS Hannibal darauf reagieren wird. Foulspiel, Freistoß für den TuS Hannibal. Da liegt der Mannschaftsführer Ibrahim Berro am Boden. Muss sich seinen Schuh anziehen, den er im Laufe des Zweikampfs verloren hat. Und nun hört man auch wieder ganz lautstark die Fans des VfL Kemminghausen. Die Uhr steht, kein Problem. Weiter geht's. Oh, das war ein böses Foul von Felix Völker. Er entschuldigt sich auch sofort bei ihm. Ibrahim Berro, gerade der Schuh. Da sind sie, die Zuschauer, die positiv gestimmten Zuschauer des VfL Kemminghausen. Die erwarten, dass ihre Mannschaft natürlich weiterkommt. In der Mitte kenne ich Kevin Großkreuz. Wieder ein Konter des VfL Kemminghausen, aber eng gegen Krömer. Scheitert an Mustafa Hamdoui im Tor des TuS Hannibal. Was ist passiert?
gibt einen Strafstoß für den VfL. Zum 4:2 für den VfL Kemminghausen. Nochmals hier in der Mitte mit der grauen Kappe, mitten in den Fans, am Klatschen, am Anfeuern. Kevin Großkreuz vom BVB. Ja, das ist jetzt mal eine Riesenherausforderung. Da ist er wieder, da ist wieder. Der Schiedsrichter schickt den Spieler mit der Nummer 7 nach diesem überharten Ansteigen gegen den Torhüter, schickt Ibrahim Schahut für 2 Minuten vom Platz. Ja Jungs, ihr müsst jetzt auch ein bisschen eure Nerven, eure Emotionen im Zaum behalten. Es sind noch 8 Sekunden zu spielen. Da war dieses Einsteigen völlig überzogen. Ja, die Spieler warten jetzt. Ist jeden Augenblick Halbzeit. Und mit 4:2. Mit 4:2 geht man in die Halbzeit. Ich bin gespannt. Die Emotionen kochen jetzt schon hoch. So, das war der Anstoß und es hat sich noch eine Veränderung ergeben. Die Aktion direkt vor der Halbzeit von den Spielern des TuS Hannibal zog eine weitere 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler des TuS Hannibal nach sich, sodass sie jetzt nur noch mit 2 Spielern auf dem Feld sind. Jedenfalls für ungefähr 1 Minute und 52 Sekunden. Ja, ganz klar. Das Spiel, das war eine rote Karte wegen Notbremse. Jetzt gäbe es einen Strafstoß. Aber da sie mit einem Spieler und einem Torwart nicht weiterspielen können, ist das Spiel hiermit beendet. Regeltechnisch völlig richtig. Die Mannschaft des TuS Hannibal war nur noch ein Torwart und ein Spieler auf dem Feld. Und damit ist das Spiel zu beenden. Beim Stande von 4:2 der VfL Kemminghausen ist mit 4:2 als Sieger vom Platz gegangen. Ich glaube, das ist eine Premiere in der Hallenstadtmeisterschaft. Das Spiel endet vorzeitig, da die Mannschaft des TuS Hannibal nicht mehr genügend Spieler auf dem Feld hatte. Endstand also VfL Kemminghausen gegen den TuS Hannibal 4:2.